Huhu Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play Doom 2, heute mit Map 24 namens Chasms. Chasms heißt so viel wie Abgründe und das ist im Prinzip auch das Thema dieser Map. Wir werden einen Großteil der Map hier, wie wir sehen, auf irgendwelchen ziemlich dünnen Wegen herlang balancieren. Zum Teil auch noch viel, viel dünner als das, was wir da vor uns sehen. Und ja, sonst besteht diese Map halt, wie gesagt, einfach nur aus Abgründen. Unten ist meistens Gift, so wie ihr seht. Allerdings gibt es hier sogar auch Giftflächen, aus denen wir nicht wieder wegkommen. Das heißt, wenn wir es einmal verkackt haben, dann werden wir da unten sterben. Und darum werde ich heute wahrscheinlich auch öfter mal speichern, da hier wirklich sehr, sehr fiese Sachen sind. So, wir gehen hier einmal rum. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo ich überhaupt hin will. Aber egal, ich gehe hier jetzt erstmal einmal rum. Genau, und töte erstmal die ganzen Imps, die da sind. Schön eine Rakete daneben geballert, aber nicht so schlimm. Wir kriegen ja hier wieder was. So, wir sammeln alles ein. Auch da sehen wir noch einen Raketenwerfer. Das ist, wenn man hier ganz langsam hingeht, dann kann man hier nämlich zum Raketenwerfer kommen und hier hochfahren. Sehr schön. So, jetzt holen wir uns erstmal... Nee, erstmal gehen wir, glaube ich, in diese Tür hier. Oder will ich hier schon hin? Ja, ich glaube schon. Genau, hier können wir uns nämlich erstmal noch... Ach, so Raketen brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Okay, gut. Ah, das Plasma hätten wir uns gerade noch holen können. Mache ich, glaube ich, auch mal eben, oder? Ah, nee, das ist die andere Seite. Genau, da hier sind wir ja noch gar nicht. Da kommen wir also noch hin. Wir werden jetzt hier erstmal lang balancieren. Und uns die Shotgun holen. Auch hier, wenn man hier reinfällt. Hier ist es, glaube ich, noch nicht so schlimm. Hier gibt es, glaube ich, einen... Erstmal irgendwo hin, wo wir sicher sind. Und jetzt erstmal hier alles töten. Mit unseren Straving-Skills, die wir schon oft genug in diesem Spiel hier trainiert haben. Trotzdem sollte ich ein bisschen aufpassen. Ah, hier gibt es nochmal Shotgun, sehr gut. Und das zählt hier übrigens auch als Secret. Und jetzt können wir aber, glaube ich, da unten irgendwo in den Teleporter rein. Genau, hier. Das machen wir auch direkt mal und jetzt sind wir hier. So, jetzt gehen wir hier... Nein, das wollte ich nicht. Das wäre jetzt natürlich doof. Wir gehen schnell wieder in den Teleporter. Wir gehen jetzt hier erstmal runter, so. Und gehen jetzt hier runter und nehmen hier auch alles an Munition mit, was wir hier finden. Und dann schnell hier rein. So. Da hätten wir auch nochmal einen Teleporter. Ja, da unten ist ein Teleporter, aber auch hier oben. Die Teleporter unten im Gift, die bringen uns übrigens immer wieder hier auf diesen roten, auf diese roten Stufen. Wir gehen aber erstmal hier rein und werden jetzt hier erstmal alles töten, was hier ist. Ich bin mir aber gerade nicht mehr genau sicher, was hier für Gegner kommen. Gucken wir mal ganz vorsichtig. Ich meine nämlich, hier können auch bösere Gegner kommen. Ah, genau. Hier ist, glaube ich, ein Hell Knight hinter. Aua. Das war natürlich nicht so schlau. Aber ich wollte noch nicht in den Raum, weil nämlich, wenn wir hier reingehen, geht hier hinten was auf und da sind ganz viele Chain Gunner drin. Die wir jetzt alle töten werden. So. Jetzt können wir uns auch das Berserk-Pack hier holen und hier drücken. Jetzt haben wir damit nämlich noch ein Secret geöffnet, glaube ich. Wie viele Secrets haben wir? Ach, vier, genau. So, hier ist nichts mehr erstmal. Jetzt können wir hier aber wieder raus. Und hier erstmal weiter. Genau, weil das geht jetzt hier nämlich zu. Das heißt, wir sind jetzt hier gefangen. Aber wir können jetzt hier erstmal die ganzen Viecher verprügeln. In Ruhe. Das ist nämlich das Fiese hier, das fängt ein. Und man kann jetzt nicht mehr den Teleporter benutzen, über den wir gekommen sind. Und darum ist man hier sozusagen gefangen mit den ganzen Spectres und Pinkies. Aber zum Glück haben wir ja auch die Berserk-Fist bekommen. Darum können wir jetzt hier auch drücken. Und damit haben wir jetzt den Teleporter wieder freigelegt. Aber trotzdem gehen wir erstmal noch nach hier hinten. Und treffen hier, glaube ich, auf noch mehr Pinkies. Und die kommen jetzt hier langsam alle von hinten. Das Gute ist, dadurch, dass die alle wie bekloppt einfach in ihrem Raum da rumlaufen, kommen die alle fast einzeln. Also die kommen nicht alle gleichzeitig raus, teleportiert zum Glück. Ihr hört auch immer, wenn einer den Teleporter benutzt, die kommen wirklich alle einzeln
da langgelaufen, weil der Teleporter ganz hinten im Raum ist und da rennen die nur per Zufall halt rein. Die rennen nicht gezielt in den Teleporter, sondern eher zufällig. Und dann, kommen halt nicht alle aus diesem Raum raus. So, hier kriegen wir nochmal ein bisschen Munition von allem ein bisschen, das ist sehr gut. Und dann können wir hier drücken und haben wieder irgendwas geöffnet, von dem wir nicht wissen, was es ist. Egal, Hauptsache alle Knöpfe gedrückt, alles eingesammelt und dann können wir hier nämlich wieder raus über diesen Teleporter. So. Und dann wollen wir uns hier nämlich wieder verpissen. Ich glaube nämlich da unten in der Lava, in dem Gift ist nämlich außer ein bisschen Munition ist da nicht viel. Ne, da hinten waren wir schon. So, jetzt ist das hier nämlich runtergegangen. Das hier war jetzt nämlich sozusagen für die ganzen Knöpfe, die wir gedrückt haben. Hier müssen wir jetzt aber aufpassen, denn hier kommt ganz viel Quatsch, wie ihr seht. Die wir direkt mal alle töten werden. So, möglichst ohne zu viel Lebenspunkte zu verlieren und auch Armor und sowas. Wir sind zwar ganz gut gerade bedient mit allem, aber es könnte besser sein. Von daher, aua, wollte ich gerade sagen, passen wir trotzdem noch auf. Naja. So, jetzt werden wir hier erstmal alles erforschen, erstmal in Ruhe, denn das hier ist zwar ein Secret, das hier zählt als Secret, aber es sind trotzdem sehr viele Fallen hier. Und darum müssen wir erstmal alles in Ruhe cleanen. Wir werden auch noch Zeug kriegen, ich glaube auch wieder eine Megasphere. Darum ist das nicht ganz so schlimm. Wenn wir hier ein bisschen Lebenspunkte und sowas verlieren, aber trotzdem. Aber übertreiben sollten wir nicht. So, hier sind auch überall Knöpfe und Konsolen und alles Mögliche hier. Spawnt irgendwelche Gegner in diesem Secret. Darum werden wir jetzt erstmal ganz gechillt machen. Wir fangen hier an mit dieser Konsole, die das hier öffnet, womit wir hochfahren können. So. Das nehmen wir alles mit. Haben auch ein Secret bekommen. Warte, ich guck trotzdem nochmal. Ne, okay, mehr war ja nicht. Alles klar. So. Hätten wir das. Als nächstes drücken wir diesen Knopf, der das beides runterfährt und die beiden Hell Knights spawnt. So. Da ist die Megasphere. Das werden wir uns auch noch alles holen. Jetzt können wir als nächstes das letzte drücken. Was hier hinten, was ist das hier eigentlich? Was hier hinten ist, denn hier ist auch noch so eine Konsole, die wir ebenfalls drücken können. Die zwar hier etwas öffnet, aber auch noch hier etwas aufmacht. Und das ist aber nicht alles, sondern hier in diesem Raum auch noch ganz viele Chain Gunner freilässt. Und zwar richtig viele, wie ihr seht. Auf die wir ein bisschen aufpassen müssen, dass die uns nicht über den Haufen schießen. Und ihr seht's. Das kommen immer mehr und auch aus allen Seiten. Ist also auch ein ziemlich fieses Secret, wie ihr seht. Trotzdem müssen wir halt hier alles überprüfen, nicht, dass sich hier noch irgendwo einer versteckt. So, sehr gut. Wir haben alles. Die kommen nämlich hier aus diesen drei Dingern. So, das hätten wir also. Will ich jetzt schon alles? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt hier das schon alles einsammeln will. Aber ich glaube, so schnell kommen wir hier nicht wieder zurück. Von daher, obwohl ich werde jetzt erstmal hier hinten in den Raum gehen, mal gucken, was da drin war. Achso, nur ein paar Imps, die wir töten können. So. Hier werden wir jetzt auch alle Imps erstmal töten. Und alles an Munition einsammeln, was wir finden. Und bevor wir durch irgendeinen Teleporter gehen, falls wir... Ah ne, hier ist nur der blaue Schlüssel. Sehr gut. Das ist doch schon mal top. Oh, hier ist ein Kekko drin. Den können wir eigentlich auch zerboxen. Na toll. Na egal, ich kann mich ja jetzt ruhig treffen lassen. Wir haben ja eine Megasphere da hinten liegen. Von daher werde ich jetzt hier einfach voll berserkermäßig durchberserkern und alle Munition einsammeln. Jetzt waren wir auch, glaube ich, mal überall und wir haben die blaue Keycard,
was auch sehr schön ist. Das heißt, jetzt können wir hier hinten auch wirklich dann durch die Tür durch. Vorher hole ich mir jetzt aber tatsächlich noch hier die beiden Radiation Suits und die Megasphere. Jetzt könnten wir theoretisch hier unten erstmal alles in Ruhe erforschen, denn ich meine, hier unten liegt noch ziemlich viel Shotgun-Munition. Die werde ich jetzt auch alles einsammeln. Hier ist noch ein Radiation Suit. Ach genau, das hier hätte ich fast vergessen hier. Das, zum Glück bin ich jetzt hier runtergegangen. Das ist nämlich auch eine Stelle, die man schnell mal übersieht. Wie ihr seht. Aua. Ich gehe einfach hier runter und box die von hier. So. Komm. Jetzt ist schon wieder ein bisschen was von meiner Megasphere weg, aber nicht so schlimm. Zum Glück habe ich dadurch jetzt wenigstens hier dieses Secret gefunden. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Ein Secret ist es nicht, es zählt nicht als Secret, aber wenn wir 100% aller Gegner wollen, müssen wir das natürlich holen. So, und jetzt hier unten bringt es eh nichts mehr. Hier unten gibt es nämlich nur Raketen und Shotgun-Shells. Aber das haben wir ja beides. Haben wir beides voll. So, jetzt kommen wir wirklich durch die blaue Tür. Und jetzt kommt eine richtige blöde Kackstelle. Also die ist wirklich richtig kacke. Darum werde ich jetzt hier auch gleich speichern. Aber erst hole ich mir hier noch die Cells, denn davon kann man nie genug haben. Ups, das wollte ich nicht. Und jetzt geht's los. Ihr seht schon, wie es hier aussieht. Darum werde ich jetzt hier auch speichern. So. Und jetzt sollen wir wirklich über diese Dinger hier drüber laufen. Und wenn wir runterfallen, hier geht's zwar noch, aber wenn wir hier in so ein Loch reinfallen, wo da Poison steht, da sind wir tot. Das heißt, da kommt man nicht mehr raus. Wir sollen jetzt hier also entlanglaufen. Und zusätzlich haben wir gerade noch Kekko-Demons gespawnt, die mir jetzt gerade übrigens im Weg stehen. Ja, toll. Schön runtergeschubst. Das holen wir uns mal schnell. Ja, die Kekko-Demons haben uns gerade runtergeschubst. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Nee. Hä? Hier will ich doch gar nicht hin. Ja, die Kekko-Demons, ich sag's jetzt zum dritten Mal, haben uns, der stand mir ein im Weg, der eine Kekko-Demon, wodurch ich nicht weiterlaufen konnte. Das heißt, der hat mich geblockt. Zum Glück sind die beiden Kekkos noch nicht sehr weit. Und wir können die jetzt hier noch töten und dann gleich in Ruhe nochmal den Weg entlang gehen. Das ist mir übrigens auch noch nie passiert, dass mir da ein Kekko-Demon so im Weg war. So, jetzt kann ich hier nämlich auch lang. Das Blöde ist, dadurch, dass die halt so hoch sind. Und jetzt fährt übrigens hier in der Mitte auch eine Plattform hoch. Oh, und ich bin wieder runtergefallen, ich Trottel. Egal. Oh, hier können wir noch Sachen nehmen. Können wir hier drücken? Nö, okay, gut. Naja, egal. Wie dem auch sei, wir haben es hier erstmal geschafft. Diese erste blöde Stelle. Darum sagte ich auch, das ist eine blöde Map, wegen diesen blöden Chasms, wegen diesen blöden Abgründen. Und gerade halt, wenn ein Kekko-Demon einem so blöd im Weg steht, kann man halt nicht lang. Das ist mir auch wirklich noch nie passiert. Bisher konnte ich hier immer erstmal in Ruhe im Kreis rennen, das habe ich auch immer gemacht und bin dann erstmal wieder hier zurück in Sicherheit und habe von hier gegen die Kekkos gekämpft. Aber dass der wirklich einfach, weil der ja im Prinzip unendlich hoch ist, selbst wenn er noch unten in dem Abgrund ist, kann er mir trotzdem hier oben im Weg stehen, wenn er direkt unter mir ist. Das haben wir ja schon mehrfach gehabt in diesem Spiel, zum Beispiel in der Map Circle of Death, falls ihr euch erinnert. So, bevor wir dahin gehen, gehen wir erstmal hier weiter. Und das hier ist auch richtig, richtig blöd. Wir kriegen hier zwar eine Invulnerability und dann hören wir auch, wie jetzt die Plattform hochfährt. Allerdings braucht die Plattform genau so lange zum Hochfahren, wie unsere Invulnerability ist. Das heißt, es bringt absolut überhaupt nichts, sich das hier zu holen. Das hier zählt als Secret, darum muss man hier hin. Wir haben jetzt übrigens auch alle 4 Secrets, aber man kann die nicht nutzen. Also diese Unverwundbarkeit, die bringt uns nichts. Und vor allem fährt das nur bis hier und jetzt müssen wir hier noch an der Seite drücken, damit das ganz hoch fährt. Also es ist wirklich richtig blöd. Aber wenigstens können wir jetzt hier von hier ein paar Lost Souls und ihr seht, meine Invulnerability ist weg. Hat also absolut nichts gebracht. Toll, oder? Ja, so ist es. Wie man da hochkommt, weiß ich gerade gar nicht. Bin mir gerade echt nicht sicher, wie man da hochkommt. Aber ist ja auch egal. Wollen wir erstmal nicht. Ist auch kein Secret. Müssen wir also prinzipiell auch überhaupt nicht holen. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. So.
Können wir hier was drücken? Nein. Hier sind übrigens noch ein paar Lost Souls unter uns. Ja, jetzt blockt mich wieder irgendwas. Ja, es blockt, es steht direkt vor mir, ihr seht's, ich kann auf einmal einfach nicht weiterlaufen, weil irgendwas im Weg steht, weil es unter uns irgendwo ist. Ja, jetzt kann ich hier schon wieder, ihr seht's, der hört einfach auf zu laufen, weil nämlich diese Lost Soul im Weg ist. Also richtig blöd hier. Aber jetzt haben wir wenigstens gleich alle besiegt. Es sind nämlich insgesamt nur 7 hier, irgendwie gehen gerade meine Framepoints total weit runter. Wow. Was ist denn jetzt los? Warum spackt das hier so ab? Wow. Was geht? Moment, ich mach mal kurz die Aufnahme aus. So, wir sind wieder da. Jetzt läuft's auch wieder einigermaßen. Also nicht nur, dass das hier mit diesen Abgründen schon schwer genug ist. Nein, Gegner, die irgendwo ganz tief unter uns sind, die blocken uns auch noch beim Rumlaufen. Richtig blöd. Aber was willst du machen? Am besten erstmal die beiden Hell Knights da töten. So, die sind weg. Und dann auch noch am besten die beiden Mancubi, die hier stehen. Am besten nicht das Berserk-Pack direkt einsammeln, weil das nämlich unsere Waffe wegsteckt. Das wäre jetzt natürlich gerade blöd gewesen. So. Und dann sammeln wir hier alles ein. Denn wir können hier jeden Lebenspunkt gebrauchen, den wir kriegen können. So. Hier drücken wir wieder an der Konsole und jetzt kommen hier nämlich wieder total viele Demons und auch Spectres, die wir jetzt hier kaputt boxen müssen. Es geht mit Berserk Pack natürlich immer super und das ist auch sehr schön, dass wir gerade das Berserk Pack gekriegt haben. Jetzt gucken wir hier nochmal überall rein, nicht dass sich irgendwo ein Gegner versteckt. Das kann ja immer mal passieren. So, aber es ist nirgendwo ein Gegner drin. Top Sache. So, jetzt können wir hier auch wieder raus und können nach da hinten. So, das nehmen wir alles mit. So, und holen uns jetzt hier den ganzen Quatsch. Ich bin mir gerade nicht sicher wegen dieser Megasphäre hier, aber ich glaube, wir kommen hier so oder so eh nicht mehr hin. Darum kann ich die eigentlich auch nehmen, obwohl ich speichere lieber mal. Aber ich glaube, ich komme hier eh nicht mehr hin. Jetzt kann ich hier diesen Tele... Ach so, jetzt bin ich hier oben, genau. Jetzt bin ich hier oben. So kann man hier also hin. Na egal, wir können jetzt auf jeden Fall hier weiter. Und können jetzt hier diesen Weg nehmen. Und auch hier ist es so, dass während wir hier langlaufen, wieder ein Kekko-Demon kommt. Der im Weg ist, den wir jetzt am besten erstmal töten. Jetzt wollte ich mich gerade kratzen, aber ich muss ja ausweichen. Und jetzt fährt auch hier wieder diese Plattform nach oben, jetzt wo der Kekko-Demon tot ist. Toll, oder? Dass immer erst alles kommt, wenn wir es getötet haben. Naja, aber ihr seht schon, es geht eigentlich hier über diese Abgründe zu laufen, auch wenn es ziemlich dünn ist. Man muss sich schon ein bisschen konzentrieren und wenn ein Gegner blockt, ist es natürlich besonders doof. Aber wir konnten bisher alle Fehler irgendwie wieder gut machen. Das ist das übrigens ein Teleporter. Und jetzt sind wir im nächsten Scheiß mit ganz vielen Kackgegnern. Ja, komm. Und so kann man auch direkt seine Megasphäre wieder verlieren. Aber egal. Das sind hier wenigstens auch fast zumindest die letzten Gegner. Ihr seht, es sind nur noch circa 20. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht was anderes, eine andere Waffe wäre besser gewesen. Aber... egal. So, dieser rote Teleporter bringt uns übrigens nur wieder an den Anfang, falls wir nochmal an den Anfang wollen. Der hier bringt uns allerdings hier hin. Und jetzt wollen wir erstmal wieder Pinkies zerboxen. Wir wollen uns einen großen Pinky-Haufen machen. Aus toten Pinkies. So. Hier könnten wir drücken, um wieder rauszukommen. Das ist übrigens der Teleporter, der uns wieder rausbringt. Können wir direkt mal alle Pinkies zerboxen. Da müssen wir hin und dafür müssen wir jetzt hier die ganz vielen verschiedenen Knöpfe drücken. So, und zwar erstmal den. Der öffnet dann da hinten einen Raum mit Pinkies drin. So, und wenn wir hier drücken, öffnet das hier hinten einen Raum mit Pinkies drin und hier auch noch. Aber erstmal werden wir hier
alles zerboxen in Ruhe. So. Haben wir jetzt auch... Boah, der hält aber echt viel aus, der eine da. Und ihr seht schon, es sind echt viele Pinkies. Aber wir haben es geschafft. Na komm, dann können wir das hier runterfahren, die rote Keycard holen und hier auch wieder weg. Ihr wisst ja auch, man kann Knöpfe von unten drücken. Darum, das kann ich gleich nochmal zeigen. Hier, wir können hier zwar runterfahren, aber wir können von hier bereits den Knopf drücken und ohne, dass wir hochfahren mussten. Und können auch von hier unten den Knopf drücken, weil in diesem Spiel Knöpfe ja eine unendliche Höhe haben. Darum können wir auch von unten Knöpfe drücken. Jetzt haben wir übrigens auch alle Gegner besiegt, die es auf dieser Map gibt. Ihr seht's, 167 von 167 Secrets haben wir auch alle und jetzt können wir hier weg. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, und zwar Speedrunner können das irgendwie, dass die hier irgendwie abkürzen, um direkt hier rüber über diese große, diesen großen Abgrund zu kommen, irgendwie direkt da hinten hin zur roten, zum roten Ausgang. Ich kann das allerdings nicht. Und Speedrunner laufen hier übrigens auch auf die Ecken, das heißt, die gehen hier nicht bis in die Ecke und drehen sich dann, sondern die laufen hier einfach so schräg hier, so zack, einfach über die Ecke. Und der Rekord von dieser Map, der Speed-Rekord, ihr habt ja selber gemerkt, wie lang diese Map ist und wie lange ich gebraucht habe, um hier durchzukommen. Der Welt-Speed-Rekord für diese Map liegt bei 33 Sekunden. Ja, richtig gehört. 33 Sekunden spielt er die durch. Ihr müsst einfach mal, findet ihr auch hier auf YouTube, einfach eingeben, Map 24 The Chasm Speedrun und dann findet ihr da diesen Rekord von gerade mal 33 Sekunden, dann seht ihr, wie die Map geht. Naja, ich habe es auf jeden Fall jetzt auch endlich geschafft nach, ich guck mal, wie lange ich gebraucht habe. 22 Minuten. Und der macht es in 33 Sekunden. Ja, cool, oder? Naja, jetzt kommen wir auf jeden Fall in die nächste Map. Blood Falls. Werden wir aber dann auch erst im nächsten Part machen. Der jetzt war schließlich lang genug. Es war eine, ja, von den Gegnern her gar nicht so schwierige Map. Aber vom Movement her, da muss man ein bisschen aufpassen. Das Movement in Doom ist ja sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Bewegungen sind nicht ganz so, wie man sie erwarten würde. Aber trotzdem denke ich, 160, 160 Health und Armor sind wir ganz gut noch weggekommen. An der einen Stelle hätte ich mich von den Lost Souls nicht ganz so oft treffen lassen. Dann wären wir vielleicht auch mit 200, 200 rausgekommen. Oder ich wäre mit dem einen Teleporter nochmal zurück und hätte dann erst die Megasphere eingesammelt. War vielleicht auch nicht ganz so schlau. Munitionstechnisch stehen wir wieder ein bisschen besser da. Unsere Cells füllen sich auch langsam wieder ein bisschen auf. Ist also top. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Leute.